Wir feiern Gottesdienst im Namen des einen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst allen, die heute wieder dabei sind. Ferienzeit, Sommer, Sonne, Strand. Alles schwierig dieses Jahr. Für viele fällt der Urlaub gleich ganz aus. Aber es gibt ja trotzdem noch ganz viel zu entdecken. Wir haben uns in dieser Woche auf den Weg gemacht, raus aus den Kirchenmauern und haben einen genaueren Blick auf unsere Stadt geworfen. Geliebt wegen ihrer schönen Lage im Grünen und ihrer bewegenden Geschichte, aber auch gehasst wegen all der vielen unschönen Ecken und weil nichts mehr so ist, wie es mal war. Und wir haben uns gefragt, was denn eigentlich die Aufgabe der Gemeinden in unserer Stadt ist. Wie bringen wir uns als Christen ein? Wie werden wir wahrgenommen? Diese Gedanken oder ähnliche Gedanken hat sich auch der Beter des 24. Psalms gemacht. Er schaute auf den Eingang des Tempelhofs, die berühmten Torflügel, von denen man sagte, sie seien schon von Anbeginn der Welt dort gewesen. Und er fragt nach dem Zusammenhang von Mensch und Gott, von realem Leben in der Jetztzeit und dem nicht fassbaren in Gottes Zeit. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. Denn über dem Urmeer hat er die Erde verankert, über den Wasserfluten macht er sie fest. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Einer, der mit schuldlosen Händen und ehrlichem Herzen dort erscheint. Einer, der keine Falschheit kennt und keinen Meineid schwört. Wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Vater im Himmel, wir wollen als deine Gemeinde in der Welt leben. Wir wollen erkennbar sein und umsetzen, was Jesus gelehrt hat. Aber wir sind auch wie jeder andere. Wir verlieren manchmal aus dem Blick, was wir uns vornahmen, ändern unsere Meinung, sind an dem einen Tag einfach schlecht drauf und an dem anderen völlig ideenlos. Und oft genug treffen wir auf Situationen, in denen nicht so klar ist, was Jesus getan hätte. Wir brauchen Sehhilfen, deinen Blick auf Stadt und Land, auf Menschen und Natur, auf Zusammenhänge und Gefahren. Darum bitten wir dich heute um geschärftes Sehen, um das Erkennen von großen Zusammenhängen und um klare Blicke für Lösungen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Was sieht man, wenn man auf eine Stadt wie unser Remscheid blickt? Von oben, von der Seite. Was sieht man auch nicht, wenn man auf die Stadt blickt oder durch die Stadt geht und sie ansieht? Wenn man von oben auf die Stadt schaut, dann sieht man die Einzelheiten nicht so genau. Dann hat man die Perspektive gewechselt und hat eher das Ganze im Blick und sieht die einzelnen Problemzonen einer Stadt nicht mehr so deutlich. Für die Menschen, die Verantwortung in unserer Stadt für das Ganze tragen, also die, die im Rathaus sitzen, für die ist das sehr schwierig. Immer für alle die richtigen Entscheidungen zu treffen. Bei der großen Vielfalt, die wir in unserer Stadt haben. Menschen aus über 120 Nationen leben hier. Von außen betrachtet nimmt man die Vielfalt oft gar nicht wahr. Wenn es um Städte geht,
in denen wir leben, dann wird immer gerne ein Bibelwort zitiert. Suche der Stadt Bestes. Dem wollen wir heute einmal nachgehen. Was ist denn eigentlich das Beste einer Stadt? Was ist das Beste für Remscheid? Was ist unsere Rolle als christliche Gemeinde in Remscheid? Suchet der Stadt Bestes. Das ist ein Zitat aus dem Buch des Propheten Jeremia im Alten Testament oder im Ersten Testament. 597 vor Christus eroberte der babylonische Herrscher Nebukadnezar Jerusalem, plünderte und zerstörte die Stadt und setzte dann einen klugen Plan um. Das Königshaus, alle Gelehrten, Handwerker und Fachleute wurden nach Babylon deportiert, damit Jerusalem nicht so schnell wieder aufgebaut werden kann. In dieser Zeit, in dieser Situation, Israel gefangen in Babylon, da spielt die Oper Nabucco von Giuseppe Verdi. Nabucco steht für den Namen Nebukadnezar, für den babylonischen König. Ganz berühmt aus dieser Oper, das kennen Sie alle, ist der Gefangenenchor. In ihm singt das Volk Israel Va Pensiero, Flieggedanke. Dieser Chor besingt die Sehnsucht des Volkes Israel nach der verlorenen Heimat der Stadt Jerusalem. Das passt gut zum Thema, denn im Exil, da waren alle Resilienzen ganz schnell aufgebraucht. Die Menschen waren ganz schnell dabei zu sagen, ach, das bringt doch sowieso alles nichts. Ist doch sowieso alles trostlos hier. Wir haben doch überhaupt keine Perspektive. In der zweiten Strophe dieses Gefangenenchors beklagt das Volk das Verstummen der Propheten. Ich lese eine deutsche Übersetzung aus dem Italienischen. Goldene Harfe schicksalhafter Propheten, warum hängst du stumm an der Trauerweide? Entfache in der Brust Erinnerungen, rede von vergangenen Zeiten zu uns. O Jerusalem, im Schicksal ähnlich, stoß einen Ton bitterer Klage aus. O, möge dich der Herr zu einem Wohlklang inspirieren, der aus Leiden Mut einflößt. Das ist interessant, denn die Propheten, die waren ja überhaupt nicht stumm, zumindest der Prophet Jeremia nicht. Er wandte sich dem resignierenden, immer lamentierenden Volk zu mit einem Brief. Im 29. Kapitel des Jeremia-Buches, da heißt es so: Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Diese Worte richten sich an Menschen, die kein Interesse an der Stadt hatten, in der sie lebten. War ja auch verständlich, war ja nicht ihre Heimat. Sie waren ja da zwangsweise hin deportiert worden. Und so schauten sie nur rückwärts, sehnten sich nach Trost in ihrer Heimatstadt in Jerusalem und waren darüber völlig handlungsunfähig und handlungsunwillig geworden. Und sie haben ja auch angefangen, logischerweise an Gott zu zweifeln. Wie konnte Gott das zulassen, dass diese Katastrophe passiert? Warum wir? Wo war Gott eigentlich, als die Babylonier kamen? Wo ist Gott in der Krise? Diese Frage trieb Menschen zu allen Zeiten um. Und jetzt auch wieder. Jeremia sagt, dass Leid und Katastrophen, Krankheiten, Pandemien keine Strafe von Gott sind oder von Gott gewolltes Leid sind, sondern dass das Dinge sind, die zum menschlichen Leben dazugehören. Eine Welt ohne Leid, ohne Krankheit wird es erst am Ende der Zeit geben.
Dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das für uns heute? Heißt das, wir müssen uns einfinden in die Situation, die ist? In dieser Situation das Beste suchen, das möglich ist, sagt dieses Zitat. Mutet dieses Zitat zu. Und einen Schritt weiter, ja sogar noch für den Ort beten, an dem man ist, auch wenn es vielleicht nicht der Ort ist, an dem man eigentlich hatte sein wollen. Mit meinen eigenen anderen Worten versuche ich das mal zu formulieren, was da drin steckt. Der Prophet Jeremia sagt dem Volk, das nur jammert und den Kopf hängen lässt: Es gibt keine Ausreden, das Leben aufzuschieben oder damit zu warten. Oder mit einem neuzeitlichen Wort für diese Aufschieberitis: Es gibt keinen Grund für eine Lebensprokrastination. Das wiederum hat dann aber eine nicht so unterschätzende politische Dimension, denn dann würde das zum Beispiel genauso lauten für Geflüchtete, für Migranten, für Obdachlose: keine Lebensaufschieberitis. Aber was genau heißt das dann? Das ist ja für uns die spannende Frage. Jeremia zeigt den Verzweifelten, in ihrer Not, in ihrem Leid, auf sich selbst fixierten Israeliten eine Zukunft auf. Er mutet ihnen zu, den Blick zu heben und hinzusehen, wo Zukunft ist, auch wenn die dort keiner mehr vermutet. Statt von oben angucken, einmal den Überblick haben, was alles dazugehört, eigentlich ist es das, was Jeremia tut. Was heißt das, wenn wir mal weiterdenken als immer nur in unseren eigenen Grenzen, auch in unseren eigenen Gemeindegrenzen? Ein kritisches Mitdenken, nicht immer zurückschauen auf das, was mal besser war, und auch kein Abgrenzen, denn das bringt überhaupt nichts. Wenn wir das mal jetzt in unsere christliche Zeit übersetzen, dann heißt das, Jeremia wird uns wahrscheinlich heute sagen und ins Stammbuch schreiben: Ihr seid als Kirche, als Gemeinde in dieser Stadt auch wichtig. Vergrabt euch nicht in eure Kirchenmauern, sondern übernehmt in dieser Stadt Verantwortung. Und diese Verantwortung, die kann man ja allein an einer Kirche schon von außen erkennen. Der Kirchturm, der nach oben in den Himmel zeigt, symbolisch natürlich, der auf Gott weist und verweist und sagt: Ihr Menschen, ihr seid nicht allein. Handelt auf Hoffnung, die auf euch kommt, von außerhalb eurer selbst, und lebt in dieser Welt mit den Menschen und für die Menschen. Gestaltet eure Stadt, euer Gemeinwesen, und schiebt das nicht alles auf die Zukunft. Weder das Leben noch das Handeln zum Wohle und zum Nutzen aller. Suchet der Stadt Bestes. Wir haben heute einen Gast in diesen Gottesdienst eingeladen, der ja eigentlich dafür steht, dessen berufliche Aufgabe das ist, für die Stadt das Beste zu suchen. Suchet der Stadt Bestes. Wir haben heute hier bei uns im Online-Gottesdienst auf dem Hasten einen Gast, der das in den letzten, ja jetzt schon fast 4 Monaten, ganz intensiv rund um die Uhr gemacht hat, der Stadt Bestes zu suchen. Unseren Gesundheitsamtsleiter Dr. Frank Neveling, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, trotz Corona hier bei uns im Gottesdienst vorbeizuschauen. Und ich möchte eigentlich die Gelegenheit nutzen, dir und auch den Menschen in dieser Stadt, die alles dafür getan haben, dass wir von dieser Krankheit nicht behelligt werden und das mit Erfolg ja auch getan haben. Bei uns war die Rate ja wirklich durchschnittlich niedrig. Dir mal ganz herzlich den Dank aussprechen im Namen aller, die hier gucken, aber auch im Namen unserer Gemeinde und ich denke auch vieler anderer Menschen in Remscheid. Suche der Stadt Bestes, so ist das Thema unseres Gottesdienstes, und wir haben uns gedacht, wir fragen dich mal, was ist
für dich Aufgabe, was können Menschen dieser Stadt tun, beachten, damit alles gut wird, damit das Beste für uns alle in dieser Stadt geschieht? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Sigi. Ich komme auch immer gerne hierhin. Wir sind ja quasi Nachbarn. Unser Gesundheitsamt ist ja hier am Hasten und ich denke, da werden wir auch noch einige Jahre bleiben, auch wenn es Bestrebungen gibt, uns in die Stadtmitte zu holen. Ja, Remscheid ist gut weggekommen. Wenn man so die Nachricht nochmal zurückerinnert an die Zeit vom Januar, Februar, März, da hieß es ja, Sterblichkeit von 3, 4, 5% und Remscheid muss mit 1.000, 2.000 Toten rechnen, wenn Corona einschlägt. Und wir haben in Remscheid Glück gehabt. Erstens muss ich danken meinem Team im Gesundheitsamt, die seit März wirklich rund um die Uhr arbeiten, am Wochenende Dienst gemacht haben und all die anderen Menschen, die in dem Bereich, egal ob Feuerwehr, Pflege und auch die Seelsorger in dem Bereich mitgearbeitet haben und auch vielen Menschen, die in den schwierigen Quarantänesituationen alleine waren oder auch viele Kontakte nicht mehr hatten, von denen sie an sich zehren, dann auch ein Stück weit Trost gespendet haben. Das war keine einfache Zeit. Und meine Schwester sagte neulich zu mir, meine Güte, du bist auch wieder etwas grauer geworden. Und es ist, glaube ich, auch so, die Farbe verliert sich dann doch dann auch innerhalb von einigen Monaten. Ich habe, Jana, mich an einen Videobeitrag, der ins Netz gestellt wurde, wo du neben dem Oberbürgermeister oder neben dem Oberbürgermeister, mit dem Oberbürgermeister so den Corona stand, da habe ich Angst gehabt um dich. Man hat dir angesehen, du hast wenig geschlafen und extrem viel gearbeitet zum Besten unserer Stadt in der Zeit. Ja. Das konnte man dir im Gesicht ablesen. Da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Auch der Frank, hoffentlich schafft er das. Ja, danke, habe ich von auch vielen anderen auch gehört. Das war aber, glaube ich, auch gerade die Zeit, wo ich Corona hatte. Ich hatte dann auch mich auch zum frühen Zeitpunkt, ohne es zu wissen, angesteckt. Bin mehrfach negativ getestet worden. Und dann war ich ja mit meiner Familie in häuslicher Quarantäne und wir haben es alle schadlos zum Glück überstanden. Wir haben zum Glück in Remscheid wenig Tote und die Disziplin in der Bevölkerung, deshalb auch Dank hier an die Kirchengemeinde, die war sehr gut. Und wir haben ja jetzt die Situation, dass Remscheid wieder seit einigen, man kann sagen, Wochen Corona-frei ist. Wir hatten vor 2 Wochen 3 Fälle gehabt, das waren aber importierte Fälle aus Duisburg, das heißt aus anderen Ruhrgebietsstädten. Und ich habe nur ein Stück weit Angst und Sorge, dass wenn die Schulferien zu Ende sind, jetzt im August, September, dass dann viele aus Regionen urlaubsbedingt zurückkommen, wo Corona dann doch weit verbreitet ist. Das sieht man zum Beispiel an Tönnies, an diesem Ausbruch. Gleichzeitig Schulen, Kindergärten wieder offen sind und viele Leute relativ sorglos auch mit der Hygiene und mit ihrem Verhalten umgehen. Deshalb sollte man schon ein Stück weit Vorsicht walten lassen. Wichtig ist sicherlich die Handhygiene und auch die körperliche Distanz. Das heißt, so 1,50 Meter Abstand reicht da in der Regel aus. Das heißt nicht, dass man jetzt Familienangehörige dann auch nicht mehr sprechen soll, sondern man kann sich schon sicherlich im Familienrahmen sicher bewegen. Aber man sollte vorsichtig sein. Und ich hoffe, dass wir im Oktober, November vielleicht auch einen Impfstoff endlich verfügbar haben. Es gibt ja auch eine deutsche Firma, die damit im Rennen ist. Und ich habe es so im Gefühl, dass wir im Oktober, vielleicht im November dann den Impfstoff bekommen und dass wir dann auch mit den Impfungen anfangen können, sodass wir dann im nächsten Jahr dann doch Corona besiegt haben. Suche der Stadt Bestes, ganz konkret. Seid weiter vorsichtig. Es lohnt sich für alle, für uns als Gemeinschaft in dieser Stadt. Und trotzdem kann man ja Freude am Leben suchen, sich mal auf anderen Feldern tummeln. Muss ja nicht immer gleich die große Party sein, sondern es gibt so viele Dinge im Leben, die man entdecken kann, ohne sich und andere zu gefährden. Das ist ja immer das Problem. Ich erlebe viele, die sagen, ja, ich bin jung, ich bin gesund, was soll mir schon passieren? Aber ich kann diesen Virus an jemanden geben, für den der wirklich schlimme Folgen hätte. Das ist das Problem daran. Und ich glaube, Corona hat uns gezeigt, dass man gewisse Dinge auch nochmal wertschätzen sollte, die wir eigentlich tagtäglich erleben, aber nicht wahrnehmen. Ich habe mich neulich eine halbe Stunde dann in den Abendstunden einfach vors Haus gesetzt und die Vögel zwitschern, das Wetter war toll. Und ich war einfach dankbar, das so auch dann erleben zu dürfen. Und ich denke, wir alle müssen die Augen öffnen, gucken, was wir als selbstverständlich erleben, was aber nicht selbstverständlich ist und einfach diese Eindrücke auf uns wirken lassen. Und da, wo es erforderlich ist, auch Menschen, die vielleicht Hilfe brauchen, und das kann ein Nachbar sein,
Angehöriger, wer auch immer in dieser schwierigen Situation mal Hilfe braucht. Herzlichen Dank, dass du hier warst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre euer Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns beten. Du Gott des Friedens, wir rufen dich an. Wir bitten dich für diese Stadt, in der wir leben. Schau auf sie. Erfülle die Herzen ihrer Bewohner mit Gedanken des Friedens. Bring die Worte des Hasses und der Wut zum Schweigen. Greif ein, wenn Schwache geschlagen, Kinder gequält und missbraucht, Flüchtlinge verspottet und die Armen verachtet werden. Schau auf uns und führe uns zum Frieden. Wir bitten dich für die Welt, in der wir leben. Schau auf sie. Erfülle die Herzen der Mächtigen mit Weisheit. Lenke sie, damit sie der Gerechtigkeit dienen. Greif ein und zerbrich die Waffen, damit Frieden wird. In Syrien, Afghanistan, überall, wo Blut vergossen wird und Gewalt kein Ende findet. Schau auf deine Welt und führe sie zum Frieden. Gott des Friedens, wir hoffen auf dich, hier in dieser Stadt, für uns gemeinsam mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Schau auf sie, schau auf uns, schütze und segne uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in die kommende Woche und eure Aufgaben mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.